Roadtrip Tag 2 kann starten. Natürlich, jetzt haben wir uns auch gestärkt. Genau, erstmal mit dem Essen gestartet. Achso, warte mal. Bitte. Die beiden sind auch wieder dabei, Jessie und Daniel von Life2Go. Heute geht's in die Berge. Also wir gehen irgendwo in die Richtung zu den Aussichtspunkten. Die Reiseleitung hat wieder ein paar Sachen vorbereitet. Und deswegen können wir euch gar nicht so viel erzählen, wo es hingeht. Wieder mal wird es auch eine Überraschung für uns. Verratet ihr uns den ersten Punkt oder den auch nicht? Wir fahren erstmal über den Shortcut von Menam nach Richtung Lamai. Und ab da biegen wir nachher ab und dann lasst euch überraschen. Aber ich glaube, es wird wild heute. Daniel hat gesagt, ich soll Schuhe anziehen. Es wird wild. Achso, den Ort hier, das ist das Two Sisters, heißt das. Okay, das ist das Two Sisters. Also hier gibt es so Raps, hier gibt es hier Bowls? Ich weiß gar nicht, ob es Bowls gibt. Das Einzige hast du genannt, was sie nicht haben, aber sonst haben sie alles. Aber ich miss, Bowls haben nicht, aber Smoothies sind. Kommst du klar? Boah, endlich wieder eine richtige Straße. Boah, ich glaube, man sieht teils gar nicht, wie steil das ist. Guck mal, ob wir richtig sind, nicht, dass wir falsch fahren. Aber selbst wenn, mach Stopp. Okay, wir haben gerade beschlossen, dass wir gleich mal auf die Action-Cam wechseln, weil ich glaube, sonst wird euch schlecht beim Zugucken, weil bei den ganzen Schlaglöchern und wie es hier auf und ab geht. Geil. Wir holen einmal kurz die Action-Cam raus. Ja. Wir haben da hinten gerade einmal kurz die Mopeds abgestellt und ich wollte mit euch einmal kurz hier zurücklaufen und nochmal die Aussicht zeigen. Ey, die Strecke, es macht so Spaß, gerade hier lang zu fahren und die Aussicht ist einfach so genial. Hier, es geht einmal auf so einen der höchsten Punkte auf der Insel und hier hinten haben wir einfach Blick über den ganzen Wald bis zum Meer hinunter. Die Strecke würde ich jetzt tatsächlich nicht empfehlen, wenn du das erste Mal ein Moped ausgeliehen hast. Also solltest du vielleicht schon mal ein paar Runden gefahren sein, weil ansonsten ist schon, könnte ein bisschen heavy werden. Okay, das ist ein witziges Bild. Ich weiß gerade gar nicht, also wir sind jetzt schon ziemlich hoch. Wie viel höher geht's denn noch? Höhe kann ich nicht sehen, aber 10 Minuten fahren wir jetzt bis zum nächsten Viewpoint und danach geht's vielleicht noch mal weiter hoch. Also das sieht so hammer aus, vor allem in der ganzen Umgebung hier. Egal wo wir gerade hingucken, es ist einfach nur grün. Und ich hoffe, ihr könnt es hören so ein bisschen. Hat Daniel gerade schon gesagt, also mein Daniel, dass das eine von diesen Straßen ist, wo man immer um die Ecke fährt und nicht weiß, ob es bei der nächsten noch geiler wird und dann noch geiler. Und jetzt gerade sind wir bei diesem Status an Geilheit, was die Aussicht angeht. Das ist auch Kupangan wieder, ne? Ja. Jetzt gerade sind wir, sehe ich gerade, dort hinten runtergefahren. Und dann sieht man da unten die Straße, da hoch und dann da einmal hier rauf. Ah, so das Orange, ne? Genau. Ich weiß nicht, ob man das hier drauf, seht ihr das? Ihr könnt eh nicht antworten. Also so aber quasi da. Genau, irgendwo da. Musik.
jetzt nicht auf sein Bein gesetzt, sondern die kam von da hier jetzt rüber spaziert. Nein, schon recht. Okay, wir haben mittlerweile 4 Uhr und Daniel hat gerade gefragt, wie viele Aussichtspunkte noch kommen. Haben gesagt, nee, wir waren noch an gar keinem. Wir haben einfach die ganze Zeit stundenlang angehalten an jeder schönen Aussicht und an jedem schönen grünen Fleck, wo wir waren. Oder haben eine halbe Stunde mit einer Gottesanbeterin gequatscht. Gekuschelt. Einer von uns hat mit einer Gottesanbeterin gekuschelt. Boah, Leute, es sieht so schön aus. Also ich glaube, man hört es, auch wenn ich rede. Oh. Moment. We don't have to say much, let our lips touch. I will stay with you until the end. Meet me in the dark. Jetzt sind wir official hier in einem Viewpoint, oder? Ja, it's approved. Dies war jetzt der erste Aussichtspunkt. Als Ziel sozusagen, der auch irgendwo auf der Karte oder sonst wie ist das. Wir sind nicht einfach mal nur an der Straße anhalten. Und der sieht so aus. Das bin ich. I want you close to me. You give me what I need. Leave everyone behind. You're all I think about. I'm tired of the people that talk about nothing. And I'm not wasting this moment. Even though I know that letting you go would be crazy. Think you know I want you for myself. I don't need anybody else. Steal our time again. We don't have to say much. Let our lips touch. I will stay with you until the end. Drei Stunden später und wir sind bei der ersten Sehenswürdigkeit. Wir sind hier an dem Tempel. Ich habe mir den Namen gerade noch durchgelesen. Prabuddha Dipankara heißt der Tempel hier. Ja, aber generell müssen wir mal sagen, das ist jetzt heute auch so eine Tour, die wir machen. Wir sind jetzt heute nicht so unterwegs, um Sightseeing zu machen, um die Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern es ist echt gerade viel mehr der Weg ist das Ziel hier heute, weil es sind so schöne Aussichten auf die ganze Zeit auf der Straße. Wir bleiben wirklich so ungelogen. Alle 5 Minuten bleiben wir stehen. Sobald eine Kurve kommt, kommt die nächste schöne Aussicht. Da kommt unser kleiner Buddy wieder. Jetzt eine Aussicht. Hier ist jetzt wirklich nochmal eine Aussicht. Also es lohnt sich wirklich. Wenn ihr hier seid, geht ihr hoch. Das kostet pro Person 20 Baht Eintritt, also 50 Cent. Das ist unten so eine Donation Box, die wirft man einfach rein. Und dann kann man hier hochgehen und dann. Und dann? Das hier ist übrigens der Weg, wo wir hergekommen sind. Hier einmal so quer durch über die ganzen Schotterpisten lang. So Bock. And you can tell me all of your lies.
I will put out all of the fire if it gets too dark. Ich habe gerade das Video zu Ende geschnitten und gemerkt, dass wir vergessen haben, Tschüss zu sagen hier und die Outro-Time gar nicht gemacht haben. Deswegen, neuer Tag, hier sind wir nochmal. Tschö. Verabschieden uns gleich wieder. Wir sind tatsächlich am Fritz nur wegen der Outro-Time hier. Wir sind nur wegen, seid ihr auch nur wegen der Outro-Time hier? Sieht auch aus, als wären wir aus der Anstalt ausgebrochen. So, ne? Hier könnt ihr den Kanal von Jesse und Daniel und uns abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt ihr zum nächsten Video. Strandhopping. Tschüss. Ciao.